aktuellen Tischtennis-Weltrangliste. An Nummer 2 der deutsche Einzelmeister Timo Boll. Der 17-jährige Jugendeuropameister gilt als größtes Nachwuchstalent im deutschen Tischtennis. Aus China kommt die Nummer 3 der Hessen. Xu Senkai war mehrfacher chinesischer Nationalspieler. Und Slobodan Grujic, die Nummer 1 Jugoslawiens, beim TTV Gönnern an Nummer 4 gesetzt. Bei Grenzau im Team Steffen Fetzner, der Doppelweltmeister von 89 und Olympia-Zweite im Doppel von Barcelona. Er trainiert Grenzau und spielt für Grenzau, der Pole Andrzej Gruber. Seit über 10 Jahren gehört der 39-Jährige zu den absoluten Topspielern. Bei Olympia in Atlanta auf Rang 4 der Tscheche Petr Korbel und der Youngster im Team, der Pole Lushan Błaszczyk. Andro präsentierte Tischtennis auf höchstem Niveau. Mit Andro Victory sind auch Sie dabei. Und jetzt die Tischtennis-Bundesliga im DSF. Liebherr, der Spezialist für Kühlen und Gefrieren und TV-Spielfilm, Ihre Programmzeitschrift präsentieren die Tischtennis-Bundesliga im DSF. Die Newcomer von Gönnern gegen die Etablierten aus Grenzau. Keine könnten das besser personifizieren als Timo Boll, der Jüngste, und Andrzej Gruba, der älteste Bundesligaspieler. Timo Boll hier rechts wurde vor 2 Wochen 17 und deutscher Meister 98 und Andrzej Gruba wird in diesem Jahr 40. So, TTV Rehbau Gönnern gegen TTC Zugbrücke Grenzau. Ich begrüße Sie recht herzlich aus der Perfterhalle in Breidenbach. Das ist ein absoluter Knaller am heutigen Abend. Und das werden Sie auch gleich an der Stimmung in der Halle merken, wenn hier die Live-Spiele weitergehen. Gönnern ist seit 7 Spielen ohne Niederlage mit zuletzt 12:2 Punkten und hat auch das Spiel in der Hinrunde in Grenzau mit 6:3 gewonnen. Dagegen Grenzau in 7 Auswärtsspielen nur einmal geschlagen und das war beim Spitzenreiter Borussia Düsseldorf nach hartem, ganz hartem Kampf. Worum es für beide Teams geht, zeigt ein Blick auf die Tabelle. Vorneweg nach wie vor Borussia Düsseldorf mit 26:4 Punkten. Grenzau möchte heute natürlich dranbleiben, um sich die Chance weiterhin zu erhalten, Deutscher Meister 98 zu werden. Und Gönnern könnte heute bei einem Sieg über Grenzau schon mal davon träumen, sich die Vizemeisterschaft zu holen, wenn nicht sogar Düsseldorf noch abzufangen, dann in den Playoffs um die Deutsche Meisterschaft. Nun, Grenzau ist hier angeschlagen angereist, so möchte ich es mal sagen, aber angeschlagene Gegner sind häufig die gefährlichsten. Andrzej Gruba, die Nummer 1, der Spielertrainer, ist gestern im Training umgeknickt. Aber er stellt sich heute hier, wenn auch der Knöchel ein kleiner Ballon ist. Und Steffen Fetzner hat schon seit einigen Wochen Knieprobleme und auch er konnte in den vergangenen Tagen nur mit angezogener Handbremse trainieren. Und dann passierte in den Doppeln auch noch dieses hier. Hier sehen wir, ja, vorne mit der Nummer 3, das ist Petr Korbel. Und jetzt bei diesem Vorhand-Topspin, da touchiert er die Tischkante, verletzt sich an der Schlaghand, wird dann minutenlang behandelt. Und es wurde auch heiß diskutiert bei 2 angeschlagenen Spielern. Jetzt auch noch verzichten auf die etatmäßige Nummer 2, Petr Korbel. Aber es ging anscheinend nicht mehr weiter. Ja, so ist es. Leider, ich musste leider Pause machen, weil mit den 2 Fingern das Schläger zu halten, das ist unglaublich schwer. Und dann habe ich mich entschieden, dass ich wirklich nicht spielen kann, weil wenn man nicht hundertprozentig fit ist, dann ist es lieber, wenn der 5. Mann einspringt und spielt dann. Wie schaut denn das jetzt momentan bei Ihrer Schlaghand aus hier rechts? Man sieht kaum mehr etwas, aber auf alle Fälle der kleine Finger ist sehr lädiert. Also es ist zumindest eine schmerzhafte Prellung. Ja, wie ich schon gesagt habe, es ist ein Problem, den Schläger zu halten und halt dann zittert ein bisschen die Hand. Man kann nicht richtig spielen, richtig Druck machen, auch in den Bällen nicht mit voller Rotation zu gehen. Also jetzt muss die ganze Routine von Grenzau herhalten, um dieses Ding hier noch zu schaukeln in Breidenbach. Die Spielansetzung für den heutigen Abend schaut damit folgendermaßen aus. Bei Gönnern ist alles an Bord.
Nämlich an Nummer 1 Danny Heister, der Niederländer, 2 Timo Boll, 3 dann der Chinese Xu Zhengkai und 4 der beste jugoslawische Tischtennisspieler Slobodan Krujic. Bei Grenzau an 1, Andrzej Krupa, ich habe gesagt, er ist angeschlagen mit einer Knöchelverletzung. Auf 2 rückt dann Fetzner, weil ja Peter Korbel ausfällt. 3 Blaszczyk, der Pole, und schließlich 4 die etatmäßige Nummer 5 Wang Chichin, der Chinese. Wir werden gleich einsteigen, live mit den entscheidenden Partien hier in Breidenbach, mit der Partie 7 und der Partie 8. Und dann wird Ihnen Hans-Joachim Wolf mit seinem Co-Kommentator Jörg Roskopf auch die Ergebnisse bis hierhin verkaufen können. Ich darf Ihnen aber schon sagen, dass wir jetzt gleich als erstes Live-Spiel den deutschen Meister Timo Boll haben werden gegen seinen Nationalmannschaftskollegen Steffen Fetzner. So mitten im Spiel denkt man ja nie, dass mal ernsthaft was passieren könnte. Invalide? Ich? Leider werden bei Invalidität viele Menschen zum Sozialfall. Man kann sich versichern, aber was kostet das alles? Die Allianz hat eine Unfallversicherung entwickelt, die sie voll absichert und zum Schluss die Beiträge zurückzahlt. Ihr Allianz-Fachmann sagt Ihnen gern, wie das funktioniert. Hoffentlich Allianz-versichert. Die können so langweilig sein. Stümperhaft, schlecht geplant, lasch ausgeführt, das Opfer nicht richtig tot. Nur ganz wenige sind perfekt. TV-Spielfilm holen, nur das Beste sehen. Champions Play Donic. Liebling, fahr vorsichtig. Und fahr's nicht wieder so. DSS Offroad von Sierra. Jetzt überall auf CD-ROM. DSF Ski von Sierra. Jetzt überall auf CD-ROM. Ich heiße Gunnar Jopp, bin 33 Jahre alt und Kommandant des Schnellboots Habicht. Ich bin an der Küste groß geworden und wollte schon immer zur See fahren. Mit 36 Knoten durch die Ostsee zu pflügen, ist schon sehr dynamisch. Im Winter ist das natürlich kein Zuckerschlecken. Nach dem Abitur bin ich direkt zur Marine gegangen. Mein Ziel war, Kommandant zu werden. Als Kommandant hat man eine enorme Verantwortung für die Besatzung. Auf See muss man alle Entscheidungen allein treffen. Da kann man niemanden fragen. Ich habe bei der Marine so viele interessante Dinge erlebt, ich würde es auf jeden Fall wieder machen. Mein Herz hängt an der Seefahrt. Gute Ausbildung, gute Aussichten, gute Leute. Unsere Marine. Wenn Sie einen Beruf bei der Marine wollen oder Interesse an anderen Bereichen der Bundeswehr haben, rufen Sie jetzt an. 0228 12 13 14. Lars Rickens Hot Shots. Die Doppel-CD mit seinen Lieblingsbands. 33 Bands, 140 Minuten allerfeinster Stoff. Lars Rickens Hot Shots. Wahnsinn. Willkommen bei DSF Sports World. Erleben Sie die große Welt des Sports jetzt im Internet. Mehr Hintergründe. Mehr Aktualität. Mehr Schnelligkeit. Mehr Leidenschaft. Mehr Stars. Mehr Interaktion. Noch nicht online.
Wir bringen Sie super günstig mit T-Online ins Internet. Anrufen 0130 5001. Die Anmeldegebühr von 50 Mark und die ersten zwei Monate des superschnellen Online-Dienstes T-Online übernehmen wir. Jetzt anrufen. Hey, probier's mal hiermit. Jetzt neu XXL Sunny Crisp. Extra viel drin, extra viel dran. Rittersport. XXL gigantisch gut. Doppelpass, der Warsteiner Fußballstammtisch. Tag zusammen. Fußball geht nun mal sehr seltsame Wege. Rote Karte ist ungerecht. Gut, dass du das schon gemerkt hast. Gibt es da eine Erklärung? Ich finde zum einen... Ende der Durchsage. Gott sei Dank. Ich wäre bereit, für diesen Satz 5 Mark zu zahlen. Hendrik Doppelpass, der Warsteiner Fußballstammtisch. Immer sonntags um 11 Uhr im DSF. Der Kampf um die deutsche Meisterschaft in der DEL kann beginnen. Jetzt heißt es für alle Teams... Volle Konzentration. Rieseneinsatz auf beiden Seiten. Volles Tempo. Prickelnde Torsituation. Das erste Topspiel aus der Meisterrunde. Sonntag, 15 Uhr. Live im DSF. Jetzt geht's weiter bei der Tischtennis-Bundesliga. Liebherr, der Spezialist für Kühlen und Gefrieren und TV-Spielfilm, Ihre Programmzeitschrift, wünschen gute Unterhaltung. Zurück in Breidenbach in der Perftalhalle, und bevor wir kommen zum Spiel der beiden Deutschen, und das ist ja in der Bundesliga nun überhaupt nicht so häufig, zwischen Timo Boll und Steffen Fetzner, möchte ich natürlich ganz herzlich Jörg Roskopf begrüßen, Deutschlands Nummer 1 in Sachen Tischtennis. Jörg Roskopf, man hat schlimme Dinge gehört von Ihnen, Magen- und Darmgrippe, Schleimbeutelentzündung in der Schulter, deswegen müssen wir fragen, wie geht's Ihnen überhaupt? Zurzeit geht mir es eigentlich ganz gut, also ich hoffe, dass es auch noch ein paar Wochen hält bis zu den Europameisterschaften. Aber es war natürlich die letzte Woche sehr, sehr schwierig für mich gewesen. Aber jetzt das Trainingslager habe ich ganz gut überstanden und ich hoffe, dass es für die nächsten paar Wochen hält. Trainingslager in der Nationalmannschaft müssen wir erklären. Die Nationalmannschaft bereitet sich vor auf die Europameisterschaften in Eindhoven. Der Kader hat sich getroffen, so zum ersten größeren Lehrgang. Jörg, bevor wir einsteigen in die Partie, sollten wir kurz auf das schauen, was wir bislang schon gesehen haben in dieser Halle. Es hat schon einige hochinteressante Spiele gegeben. Wie gesagt, Verletzungsprobleme bei Grenzau, Korbel nicht dabei. Das haben wir vorhin schon bei Harald Schult gehört. Hier das Geschehen auf einen Blick. Die beiden Doppel gingen zugunsten von Grenzau aus. Eine Geschichte, die man nicht unbedingt erwarten konnte, denn Gönnern verfügt über zwei bekanntermaßen starke Doppel, also guter Auftakt für die Gäste aus Grenzau. Dann eine doch wohl erwartete Niederlage für Steffen Fetzner gegen Heister. Und das große Duell zwischen Jung und Alt, zwischen Timo Boll und Andrzej Gruba, hat die Routine entschieden. Andrzej Gruba hat gewonnen. Vielleicht schaffen wir es, Ihnen nachher noch einige Bilder von diesem Spiel zu präsentieren. Ein ganz knappes Match war es zwischen den beiden Chinesen, Xu und Wang. Und da hat der Gönnerner Chinese knapp gewonnen. Und Grujic gegen Blaszczyk, ganz klare Sache zugunsten von Lucian Blaszczyk. Das heißt, wir haben jetzt einen aktuellen Stand von 4:2 für die Gäste aus Grenzau, die natürlich die Verfolgung weiter aufnehmen wollen von Borussia Düsseldorf, dem Tabellenführer. So, jetzt gehen wir rein ins Spiel zwischen Steffen Fetzner, der also jetzt unverhofft zu der Ehre gekommen ist, an Nummer 2 zu spielen heute bei Grenzau. Und auf der anderen Seite Timo Boll, der deutsche Meister, der Nachfolger von Jörg Roskopf als deutscher Meister. Jörg, ein offenes Rennen zwischen diesen beiden? Ich glaube schon, dass es ein offenes Rennen werden wird. Timo hat das letzte Duell gewonnen in der Bundesliga und Speedy ist natürlich auch bekanntermaßen ein bisschen angeschlagen. Aber hat bisher einen sehr, sehr guten Start erwischt. Er führt 11:6 und ich glaube, dass der erste Satz sehr wichtig sein wird. Und jetzt muss natürlich Boll sich auch etwas steigern. Vielleicht sagen wir auch mal was zu dem, was diesen jungen Mann hier, Timo Boll, auszeichnet. Ihr Nachfolger als deutscher Meister, das haben wir gesagt. Er ist ja wirklich ein kometenhafter Aufsteiger, das kann man glaube ich schon so sagen. Der jüngste Spieler, der je in der Bundesliga gespielt hat. Sagen Sie was zu ihm aus Ihrer Sicht. Er ist natürlich ein sehr, sehr guter Spieler, der vor allen Dingen jetzt durch die großen Erfolge, die er gefeiert hat, auf dem Boden geblieben ist. Weiterhin, glaube ich, hart an sich arbeitet, aber von den spielerischen Möglichkeiten natürlich auch schon verglichen wird mit Jano Waldner. Aber das ist natürlich eine sehr, sehr große Bürde, die er da zu tragen hat. Aber er ist ein Spieler, der es packen kann. Das glaube ich schon, dass er in der Zukunft auch große Titel erringen kann. Aber er muss natürlich auch beweisen, er wird Niederlagen einstecken müssen und dann zeigt sich die wahre Größe von einem Spieler.
vielleicht schon heute gegen Steffen Fetzner. Wir wollen nicht unken, aber es sieht gut aus für den Mann aus Grenzau. 13:8. Ja, Speedy, ihr langjähriger Doppelpartner, auch im Einzel inzwischen eigentlich eine durchaus feste Größe in der Bundesliga, auch wenn er im unteren Parkkreuz bei Grenzau spielt, aber auch da gibt es ja jede Woche starke Gegner. Ja, wie hat er sich entwickelt im Einzel, der Steffen? Er wurde natürlich auch in der Vergangenheit oft im Einzel unterschätzt. Er hat immer große Erfolge für die Mannschaft gefeiert im Einzel. Und es war natürlich auch ein sehr, sehr wichtiger Mannschaftsspieler für uns gewesen. Und ihm hat manchmal auch die Kraft gefehlt, dann das Einzelturnier bei den großen Meisterschaften durchzuspielen. Aber in der Bundesliga ist er immer ein sehr gefährlicher Spieler. Und man sieht es natürlich auch hier, er führt 14:10. Und ich glaube auch, dass er hoffentlich für uns eine große Hilfe sein wird bei den Europameisterschaften in ein paar Wochen. Ist das eigentlich für einen Spieler jetzt eine zusätzliche Belastung, wenn man so plötzlich und unverhofft vom zweiten Parkkreuz ins erste wechseln muss? Ich glaube, dass er schon damit irgendwo gerechnet hat, weil ich habe mich vorhin mit den Grenzauer Spielern unterhalten, die, glaube ich, vielleicht damit gerechnet hätten, dass Andrzej Gruber sagt, er spielt heute nicht. Und er hat schon damit gerechnet, deshalb war die Überraschung eigentlich nicht so groß gewesen. Aber es ist immer schwierig, im oberen Parkkreuz dann zu spielen, weil das Spiel ja natürlich auch nicht in seiner besten Verfassung ist. Und deshalb ist es für ihn schwierig zu spielen. Aber vielleicht hilft es ihm auch, dass ein bisschen der Druck herabgenommen wird von ihm. Timo Boll, eigentlich ein Spieler ohne die ganz große Schwäche, spielt sehr variabel. Hat da wirklich bei Trainer Helmut Hampel, bei dem auch Sie ja Ihre Tischtenniskarriere mehr und weniger begonnen haben, hat sich da sehr, sehr gut entwickelt. Muss natürlich auch mal Rückschläge einstecken, natürlich, aber insgesamt natürlich Timo Boll mit einer ganz großen Zukunft. Was ist die Stärke vielleicht von Steffen Fetzner? Können wir da vielleicht zu sagen? Er hat eine sehr, sehr gute Beinarbeit, die vielleicht heute nicht so zum Tragen kommt, weil er doch starke Probleme hat im Knie, aber normalerweise hat er eine sehr gute Beinarbeit. Ist auf beiden Seiten eigentlich ein sehr guter Spieler, der vor allen Dingen seine Stärke in der Rückhand hat, die er in Düsseldorf unter Mario Amesic doch sehr stark verbessert hat. Und jetzt versucht man ihn eigentlich über die Vorhand anzuspielen, weil die Rückhand doch wirklich seine stärkere Seite geworden ist. Ein bisschen überraschend, dieser klare Zwischenstand für Steffen Fetzner, der einen Satzball hier oder mehrere Satzbälle hat. Einen hat Timo Boll abwehren können, aber 20:12, das müsste eigentlich reichen zum Gewinn des ersten Satzes für Steffen Fetzner. Und da ist er schon. Vielleicht haben wir gleich mal die Gelegenheit hereinzuhören bei einem der Betreuer, Timo Boll und Trainer Helmut Hampel. Oder Mitte kommt, ist okay. Oder du versuchst lange in Mitte anzuspielen. Das kannst du auch machen. Und versuch, wenn der Ball auf deine Rückhand kommt, versuch ein bisschen mehr über den Ball zu gehen. Nicht den Ball. Ja, ich weiß. Aber wenn du den Ball zu aktiv spielst, dann geht er oft drüber, weil er zu viel Geschwindigkeit hat. Versuch den Ball ein bisschen Tempo rauszunehmen, einfach die Geschwindigkeit vom Ball mitnehmen. Ja, ein bisschen mehr über den Ball gehen. Und zu viel in Rückhand gespielt. Versuch mehr in Mitte Vorhand zu spielen. Das geht. Ja? Versuch einen Rückschlag ein bisschen besser zu machen. Versuch ein bisschen mehr über Mitte Vorhand zu spielen. Und wenn er dich auf Rückhand anspielt, versuch das Tempo ein bisschen rauszunehmen. Okay? Aber selbst viel arbeiten. Versuch jeden Punkt zu kämpfen. Okay? Jeden Punkt. So, das war nicht Helmut Hampel, denn Sie betreiben Jobsharing, Arbeitsteilung. René Stock ist für ihn zuständig, der Co-Trainer, der junge 27-jährige Co-Trainer beim TTV Gönnern. Der Chefcoach kümmert sich um den Paralleltisch. Ja, Jörg, die Taktik, wir haben es gerade in Auszügen gehört, was René Stork empfohlen hat. Würden Sie dem zustimmen? Ich glaube schon, dass es eigentlich eine relativ gute Taktik gegen Speedy ist. Nur es hängt immer von dem Spieler ab. Man kann dem Spieler die beste Taktik geben. Aber Timo muss sich sehr steigern, weil er in dem kompletten ersten Satz eigentlich den fast schon verschlafen hat. Und ich glaube, dass ihm noch die Niederlage gegen Gruber noch immer irgendwo im Kopf rumschwirrt. Auch Timo Boll war in der letzten Woche zumindest nicht ganz fit, litt an einer Grippe, musste da auch überraschende Niederlagen einstecken gegen die Würzburger Fang Chang Mao und Michael Appelgren. Ganz klare Niederlagen. Jetzt soll er eigentlich wieder fit sein, wurde auch geschont beim Training, hat heute Morgen nicht mehr trainiert, auch gestern Abend nicht, nach der Rückkehr vom Nationalmannschaftslehrgang. Also in Gönnern denken sie schon, dass er richtig fit ist, der Timo Boll.
Ich glaube schon, dass er fit ist. Er hat am Anfang der Woche noch ein bisschen Probleme gehabt, nur hat dann bei dem Lehrgang doch die letzten zwei Tage sehr konzentriert und auch sehr gut trainiert. Und ich glaube schon, dass er fit sein oder fit scheint, aber ich glaube, er hat ein bisschen damit zu kämpfen mit dem Spiel gegen Krupa. Das liegt ihm doch ziemlich schwer im Magen und er muss sich jetzt steigern. So Ballwechsel bringen einen Spieler normalerweise immer nach vorne. Wenn man so einen großen Ballwechsel mal gewinnt, dann bekommt man vielleicht einen Lauf, um dann irgendwo auch ein bisschen Selbstvertrauen zu tanken für den nächsten Ballwechsel. Und die braucht natürlich Timo Boll jetzt. Ah, da ist vielleicht auch das Publikum mal wieder gefragt, das ja hier in Breidenbach normalerweise ganz voll und ganz auf der Seite von Timo Boll steht. Ich glaube, jetzt kann er die Unterstützung durchaus mal wieder etwas heftiger gebrauchen. Europas bester Jugendspieler, ganz unbestritten, hat erst vor kurzem das Top-12-Turnier der Jugend gewonnen. Und er ist auch der große Favorit natürlich für die Jugend-Europameisterschaften. Was kann er eventuell auch mit Ihnen zusammen, mit Steffen Fetzner zusammen bei der Europameisterschaft in Eindhoven, bei den Erwachsenen, sag ich jetzt mal, erreichen? Wir hoffen natürlich schon, dass wir in der Mannschaft eine Medaille holen können. Wir haben vor zwei Jahren bei der Europameisterschaft in Bratislava sind wir leider nur Fünfter geworden. Unser großes Ziel heißt, eine Medaille zu holen. Und für das trainieren wir bei drei Trainingsleggings sehr hart. Und das soll unser Ziel heißen. Und das soll auch bei den Spielern so in den Köpfen festgesetzt werden, dass man sich nicht mit dem hinteren Platz zufrieden gibt, sondern immer nach vorne schaut und vielleicht auch ins Finale zu kommen. Ich glaube, dass es zurzeit keine Mannschaft gibt, die unschlagbar ist. Jede Mannschaft ist angeschlagen. Die Franzosen mit Christophe Legout, der längere Zeit jetzt verletzt ist. Die Schweden, die Probleme hatten, weil Jörg Persson längere Zeit verletzt war. Und bei uns sind mehr oder weniger alle fit. Und ich glaube schon, dass wir eine gute Mannschaft haben und dass wir auch ein Ziel erreichen können. Und das sollte heißen, eine Medaille zu holen. Also große Pläne der deutschen Nationalmannschaft. Aber Timo Boll muss erstmal hier sehen, dass er gegen Steffen Fetzner wieder ein bisschen Land gewinnt. Es sieht ein bisschen besser aus in diesem zweiten Durchgang. 8:6 Führung, 8:7 Führung jetzt für den 17-Jährigen vom TTV Gönnern. Und es ist ja wahrlich so viel eingestürmt auf Timo Boll, auf seinen Schützling hier René Storck, der sich so ein bisschen zurücklehnen kann, weil er, glaube ich, schon sieht, dass Timo Boll jetzt ein bisschen besser gegen Steffen Fetzner zurechtkommt. Er ist Pokalsieger geworden, Timo Boll mit seiner Mannschaft. Das war auch eine große Überraschung. Ein knapper Finalsieg gegen Frickenhausen. Er ist zum Tischtennisspieler, zum Junior-Sportler des Jahres 1997 gewählt worden. Und zum Spieler des Monats des Tischtennis-Weltverbandes. Und das ist eine Ehre, die, glaube ich, auch nicht jeder mal mitbekommt, so irgendwann im Laufe seiner Karriere. Das ist schon was ganz Besonderes, ja. Ja, das ist mit Sicherheit was ganz Besonderes. Da muss man schon wirklich über längere Zeitraum sehr konstante Leistung zeigen. Und er hat sehr, sehr viele Titel gesammelt, aber die helfen ihm jetzt heute nicht weiter. Er muss zeigen, dass er am Tisch jetzt ein besserer Spieler sein kann, weil er liegt jetzt schon wieder 10:8 zurück und es ist eine sehr, sehr heiße Phase für ihn. Trainer Hampel sagte uns natürlich noch vor dem Spiel, und da hat er selbstverständlich recht, er muss sich noch an das ganz harte Bundesliga-Training gewöhnen. Das ist ja auch nicht mal eben so zu machen. Da wird einige Zeit dauern, bis es Timo Boll voll und ganz geschafft hat, sich an die erhöhten Anforderungen, vor allem im ersten Fahrkreuz in der Bundesliga, zu gewöhnen. Aber er ist sehr variabel, wie gesagt. Rückhand und Vorhand fast gleich stark. Guter Aufschlag. Der Trainer sagt Beinarbeit, da kann er noch dran arbeiten, da muss er sich verbessern. Wo kann er sich vielleicht noch verbessern, der Timo Boll? Ja, es ist so natürlich, dass er einen sehr, sehr guten Aufschlag hat, auch ein sehr gutes passives Spiel. Aber wenn man ein sehr gutes passives Spiel hat, vergisst man manchmal auch in den aktiven Bereich reinzugehen. Und das ist eine Sache, die er noch zu verbessern hat. Vor allen Dingen mit seiner Vorhand, den ersten Ball ein bisschen aggressiver zu spielen. Und dazu gehört natürlich eine gute Beinarbeit. Im Übrigen, die Abwerbungsversuche sind zunächst mal gescheitert. Timo Boll hat seinen Vertrag in Gönnern verlängert bis zum Jahr 2000 auf jeden Fall. Und es kann sein, dass es noch ein bisschen länger geht. Die Option hat der Verein noch bis 2002. Auch Borussia Düsseldorf wollte ihn ja haben, Jörg Roskow.
Ja, sicherlich muss man so einem großen Talent ein Angebot machen. Und es gibt nicht viele Vereine, glaube ich, die in Timo Boll dann auch ein Angebot machen können, dass er vielleicht dann irgendwann auch mal annimmt. Und dazu gehört Borussia Düsseldorf. Aber ich glaube, dass es eine ganz normale Sache ist, dass man so einem guten Spieler, vor allen Dingen auch deutschen Spieler, ein Angebot macht. Und es war mit Sicherheit nicht das letzte Angebot, das er von Düsseldorf bekommt. Jetzt geht es langsam, aber sicher in die entscheidende Phase vom zweiten Satz. Bleiben wir mal ein bisschen näher dran am Spiel. Fetzner hat wieder den Rückstand aufgeholt. Er führt, wenn auch knapp, mit 13 zu 12. Sie selbst, Jörg, hatten gar nicht damit gerechnet, dass der Speedy überhaupt die Einzelspiele bestreitet heute aufgrund seiner Probleme. Jetzt schlägt er sich richtig gut. Ja, es ist oft eine Steigerung da, wenn man ja, im Endeffekt nicht damit rechnet. Und er hat jetzt die ganze Woche fast gar nicht trainiert. Und für mich spielt er heute ein sehr, sehr gutes Tischtennis. Und er hat auch verdient den ersten Satz gewonnen. Und ich glaube schon, dass er eine sehr gute Chance hat, das Spiel heute gegen Timo Boll zu gewinnen. Und das würde ja bedeuten, dass Renzau mit 5 zu 2 in Führung gehen kann. Und dann bleibt abzuwarten, was dann am Nachbartisch Danny Heister und Sportsfreund Grubber macht. Und das kann also dann hier durchaus schon relativ schnell zu Ende gehen. Aber wir bleiben jetzt bei diesem Spiel hier bei Boll gegen Fetzner, zumal es ja spannend wird. 14 beide, zweiter Satz. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel für Gönnern vor allen Dingen, ist, weil wenn das Spiel verloren geht, dann haben sie fast keine Chance mehr, das Spiel noch 5-5 zu gestalten. Und deshalb ist es für Timo natürlich auch besonders schwer jetzt zu spielen, weil der Druck auf ihn jetzt extrem groß wird. Vorhin das Spiel gegen Gruber, da hat jeder mit gerechnet, dass Gruber das Spiel gewinnt. Aber jetzt muss er doch zeigen, dass er auch irgendwo vielleicht den Satz noch gewinnt und dann im dritten Satz sich ein bisschen steigern kann. Ist man da nicht besonders motiviert, wenn es gegen einen Nationalmannschaftskollegen geht? Ach, wir trainieren sehr oft zusammen und wir kennen uns alle sehr, sehr gut. Und ich glaube, dass es immer schwieriger ist, gegen einen Kollegen zu spielen, als es gegen einen, gegen den man noch nie gespielt hat oder gegen den man vielleicht auch persönlich nicht so gut mag. Dann fällt es ein bisschen einfacher, auch irgendwo ein kleines Feindbild aufzubauen. Aber für Timo ist es, glaube ich, generell gegen alle Spieler jetzt relativ einfach, weil er hat nichts zu verlieren, er ist der junge Spieler. Und er hat es bisher gezeigt, dass er sehr, sehr gut spielen kann, vor allem auch in der Bundesliga am oberen Parkreuz, wo ihm keiner zugetraut hat, so gut zu spielen. Und jetzt, er führt schon wieder 17 zu 15 und ich glaube schon, dass für ihn der Aufschlag jetzt sehr wichtig wird. Er macht jetzt sehr, sehr gute Aufschläge, vor allen Dingen mit Überschnitt. Und Speedy hat auch Probleme, den Ball über den Tisch zu halten, vor allen Dingen kurz zu spielen. Und er muss immer in die langen Ballwechsel reingehen und da ist Timo doch ziemlich gut jetzt. Man sieht es hier, wenn Timo Boll zum Topspin kommt, dann hat er doch Vorteile. Und wenn da noch die Beinarbeit dazu stimmt, dann hat er große Vorteile, irgendwo auch den Punkt zu machen. Und das ist, glaube ich, jetzt auch die Taktik, die er vielleicht dann im dritten Satz dann noch anbringen sollte. Ja, es wird hier einen dritten Satz wohl geben zwischen diesen beiden. Steffen Fetzner, vielleicht merkt man doch die Belastung, beziehungsweise merkt er auch die Verletzung. Das kann man ja nie von hier oben so gut beurteilen. Das weiß im Endeffekt nur der Spieler selbst. Zweiter Satz für Timo Boll. 21 zu 15. Und wir hören mal zu, welche Tipps Steffen Fetzner von der Grenzauer Bank bekommt. Patrick Korbel betätigt sich da als Betreuer. Manchmal macht er extra ein bisschen längere Aufschlag, dass du anfängst. Und dann spielt er direkt in deinen Rückhand. Aber spiel mal weiter. Konsequent. Mitte und in die schnell Formen. Gespielt. Genau. Sofort, du hast einen Topspin gezogen und zweiter hat schon Fehler gemacht. Halt mal den Ball ein bisschen im Spiel und variieren den Topspin. Da war 14 beide. Aber wolltest du schnell Punkt machen? Das war schwerer Ball. Mit Rotation hattest du mehr Probleme als mit Schnell. Ja? Vergiss das Satz jetzt. Jetzt am Anfang konzentrieren. Und wenn du Punkte machst mit kurzem Aufschlag, brauchst du nicht lange machen. Ja? Ja.
Also, wir haben gehört, die taktischen Anweisungen von Patrick Korbel. Kann man noch was ergänzen? Was können aus seiner Sicht, aus Ihrer Sicht, der Steffen Fetzner noch versuchen? Ja, es ist schon richtig, was Sie beide eigentlich erkannt haben, dass Sie den ersten Ball ein bisschen mit Spin spielen sollten oder das Spiel mit Spin spielen sollte. Aber es ist, glaube ich, immer schwierig zu sagen, weil wenn man die Chance hat, möchte man auch aggressiv spielen und es verleitet einem immer dazu, den ersten Ball festzuziehen. Aber er muss es ganz einfach probieren und vor allen Dingen muss er auch probieren, auf dem Timo Boll seine Aufschläge aggressiver zu spielen, weil der Rückschlag dürfte sehr entscheidend sein, weil wenn der Speedy ins passive Spiel kommt, ist er nicht so ein guter Spieler und ich glaube, dass das die Taktik vor allen Dingen auch vom Timo Boll sein wird, mehr den Aufschlag mit Überschnitt zu machen. Timo Boll hat ja Steffen Fetzner in der deutschen Rangliste inzwischen überholt, ist die Nummer 3 in Deutschland. Fetzner die 4, die 2 ist Torben Wosik, die 1 der Großkopf, die Nummer 5 Richard Krause, das sind eigentlich seit Jahren gewohnte Größen. Timo Boll kommt jetzt so langsam aber sicher mitten rein. Ja, er kommt ein bisschen zu schnell da vorne rein. Ich glaube jetzt auch, dass die älteren Spieler aufpassen müssen und wir haben sehr gute junge Spieler und deshalb müssen wir noch ein bisschen mehr trainieren, um uns noch ein bisschen mehr zu konzentrieren für die Spiele. Nicht, dass auf einmal vorne dann 3, 4 junge Spieler stehen. Das wollen wir natürlich so lange wie möglich vermeiden. Also Sie selbst bezeichnen sich als älteren, also als alten Spieler, ja. Schon? Ja. Ja, glaube schon, ja. Mit 28 sollte man sich dazugehören. Aber man sieht ja, wozu ein fast 40-jähriger Andrzej Grubba noch in der Lage ist. Oder auch ein Ding Yi, den wir in der letzten Woche gesehen haben, aus Frickenhausen, auch 39 Jahre alt. Also insofern haben wir noch eine lange Karriere zu bewundern, vielleicht bei Ihnen, Jörg Roskopf. Oder haben Sie sich das nicht zum Ziel gesetzt, nur mit bis 40 noch in der Bundesliga zu spielen? Meine Verträge laufen erstmal bis 2000, aber ich würde ganz gerne weiterspielen. Aber es ist immer eine Frage von der Gesundheit, auch von dem Körper, ob er mitspielt. Und natürlich auch die Einstellung, die muss natürlich auch stimmen. Hier sieht man die Beinarbeit, dass er doch ein bisschen zu breit steht bei der Beinarbeit und sich noch nicht so leicht physisch bewegt, wie das eigentlich sein sollte. Aber es ist gar schwierig, von 17-Jährigen jetzt schon zu erwarten, dass er alles perfekt beherrscht. Er muss noch irgendwelche Sachen verbessern und das gehört mit Sicherheit dazu. Wo wir gerade Steffen Fetzner wieder im Bild haben, Jörg, wird es die Renaissance geben des Doppels, Fetzner-Roskopf? Ja, es wird dazu kommen wieder. Nach den Europameisterschaften jetzt in Eindhoven haben wir uns dazu entschlossen, dass wir wieder zusammenspielen werden. Vor allen Dingen im Hinblick auf Sydney 2000, dass wir auch wieder Wettkämpfe zusammen bestreiten, dass wir hoffentlich bei den Olympischen Spielen gut zusammenspielen werden und deshalb wollten wir uns 2 Jahre darauf vorbereiten. Jörg Roskopf, Steffen Fetzner, die Weltmeister von 1989 im Doppel, das ist tatsächlich schon wieder so lange her, Jörg. Kann man das manchmal noch fassen, diese Tage in Dortmund? Denken Sie da nochmal zurück? Ah, man denkt eigentlich immer wieder zurück, weil man sehr oft daran erinnert wird, weil es doch den meisten deutschen Tischtennis-Fans in Erinnerung geblieben ist und man wird oft daran erinnert, aber es ist ein Titel, der 89 war und dann sollte man nicht so lange darüber nachdenken. Oh, das war jetzt schon der zweite Fehler vielleicht von Steffen Fetzner und vielleicht wird er ihn am Ende fehlen, die 2 Aufschläge. Es bleibt ein heiß umkämpftes Match. 8:6 Führung jetzt wieder für Steffen Fetzner, aber das hatten wir vorhin auch schon mal. Eine knappe Führung, das hat, glaube ich, noch nicht viel zu bedeuten, diese Führung jetzt 8:6, oder? Nein, 8:6 hat noch nicht viel zu bedeuten. Da kann noch sehr, sehr viel passieren. Aber es ist natürlich immer wichtig, bei seinem eigenen Aufschlag positiv den Aufschlag zu gestalten. Steffen Fetzner führt jetzt 8:7 und jetzt kommt die wichtige Phase, vor allem für Timo Boll, dass er vielleicht vor dem Seitenwechsel noch mal in Führung gehen kann. Schöne Ballwechsel, das wollen die Zuschauer sehen. Wir haben auch heute bei den Spielen von Andrzej Grubba da schon einige wunderbare Aktionen gesehen. So macht hier ständig Spaß, auch für die Zuschauer.
Steffen Fetzen hat übrigens seinen Vertrag auch verlängert beim TTC Grenzau und zwar bis zum Jahr 2000. Ganz wichtig als Integrationsfigur auch in Grenzau. Eine prima Mannschaft ist es geworden in Grenzau mit Teamchef Grubber und mit Fetzner und Waschtik und Korbel und wie sie alle heißen. Vielleicht das ist das auch Geheimnis, das große Geheimnis des Erfolges in Grenzau, nachdem sie ja alle überrascht waren, dass ihre eigentlich vorgesehene Nummer 1 nicht kam. Kim Tae-soo, der Koreaner, durfte nicht spielen in Deutschland, weil er schon in diesem Jahr, in dieser Saison gespielt hatte für seinen früheren Club in Seoul. Und so ist es nichts geworden mit dem Auftritt von Kim Tae-soo in Deutschland. Und das bedeutete auch, dass Andrzej Grubber entgegen aller Ansichten und auch entgegen seines eigenen Willens sich entschließen musste, doch nochmal wieder die kurze Hose anzuziehen, wie er sagte. Also spielen musste und sie mussten alle eine Position weiter nach oben rücken. Aber Grenzau hat sich prima geschlagen in dieser Saison. Erst 2 Niederlagen, 1 Unentschieden, alle anderen Spiele gewonnen. Jetzt steht es 11:9 für Steffen Fetzner im dritten Durchgang gegen Timo Boll. Das ist die Stärke von Steffen Fetzner, den ersten Ball mit der Spin anzufangen und dann mit der Rückhand einen sehr aggressiven Ball, vor allem gegen den Linkshänder in den tiefen Vorhand zu spielen. Man sieht es hier, dass der Timo den ersten nur weich blocken kann und dann bekommt er einen ganz weiten tiefe Vorhand. Es gab nicht wenige Stimmen, die mal sagten, dass Steffen Fetzner eine Schwäche hätte, nämlich dass er so den punktbringenden Endschlag nicht so richtig besitzt. Ist das noch so oder hat er sich da verbessert? Ich glaube, da hat er sich sehr stark verbessert. Ich glaube, dass er in der Rückhand einen sehr, sehr starken Ball hat. Und es ist schwierig, gegen ihn zu spielen, wenn er den ersten Ball mit Spin anfängt, danach doch von beiden Seiten sehr, sehr viel Druck machen kann. Und man sieht es auch hier, dass der Timo Boll doch ziemlich große Probleme damit hat, irgendwo den Ball zu platzieren, dass er vielleicht den Ball im zweiten und dritten Mal dann erst beenden kann. Es ist zu viel Druck bei ihm bei den ersten und zweiten Bällen bei Timo Boll. Und vor allen Dingen hat er eine Aufschlagserie gespielt mit 2:3 vor und nach dem Seitenwechsel. Und das war schon vielleicht irgendwo eine Vorentscheidung, weil er sehr große Probleme zur Zeit mit seinem ganzen Aufschlagspiel hat. Er springt sehr, sehr oft seine Aufschläge halblang oder lang und Speedy kann doch direkt darauf ein bisschen Druck machen. Und das wird, glaube ich, sehr, sehr schwierig für ihn, zum 15:15 zu kommen, was er unbedingt braucht. Sehr stark. Ja, jetzt sehen wir auch beide Trainer am Tisch von Fetzner gegen Boll. Helmut Hampel und René Storck versuchen jetzt also gemeinsam ihren Mann, ihren Timo Boll, nach vorne zu peitschen. 16:13. Also die 5 Punkte, die er unbedingt braucht, nach Aussage von Jörg Rostock, die kann er nicht mehr holen in seinem Aufschlagspiel. 16:13 Fetzner. Umfeld in Gönnern ja für ihn wie bestellt. Die ganze Mannschaft wohnt und trainiert in seinem Heimatort, in Höchst im Odenwald. Gespielt wird hier, das ist in Breidenbach, fast 180 Kilometer entfernt. Also Timo Boll kann sein ganz gewohntes Umfeld weiter um sich haben. Und bislang haben die großen Erfolge ihm und auch dem Verein TTV Gönnern recht gegeben. Wie gesagt, bis 2000 ist er auf jeden Fall noch weiter in Gönnern unter Vertrag. Jetzt die entscheidende Phase im dritten und entscheidenden Durchgang. 16:15 Führung, Steffen Fetzner.
Steffen Petzner wirkt sehr konzentriert, sehr aggressiv. Also ich glaube, er hat schon den Willen, dieses Spiel auch bis zum Schluss durchzuziehen. Ein bisschen überraschend. Ja, er hält sich sehr konsequent an die Taktik, die ihm vor allen Dingen Peter Kabel vorhin gegeben hat mit den kurzen Aufschlägen. Er versucht wirklich das Spiel kurz über den Tisch zu halten. Jetzt ist im Aufschlag ein bisschen länger rausgerutscht, aber hat trotzdem die Chance, den Punkt zu machen. Und ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt gewesen, 19:15 zu führen, noch einen Aufschlag zu haben. Vielleicht dann mit 20:15 fünf Matchbälle zu haben. Das ist sehr wichtig, vor allem wenn man gegen einen guten Aufschläger spielt wie Timo Boll. Tatsächlich, er macht den Punkt und jetzt hat Steffen Petzner 5 Matchbälle. Und wenn er das schafft, dann heißt das, Grenzau kann dieses Bundesligaspiel nicht mehr verlieren. Es kann nur noch ein Unentschieden geben. Sehr stark. Ui. Der Ball war außen drauf, ja. Ja, müssen wir erklären, wenn das ganz außen ist am Tisch, dann wird der Ball als ausgegeben. Ist er auf dem Tisch an der Kante, zählt es als Punkt. So aber Punkt Timo Boll, 16:20. Der deutsche Meister hat noch 3 Aufschläge, aber er wird viel, viel Glück benötigen, um aus dieser Situation rauszukommen. Und er hat es nicht. Steffen Petzner gewinnt und haben Sie gesehen, wie er sich da gefreut hat. Das ist nicht nur ein Punkt für Grenzau, das ist schon, glaube ich, auch ein besonderer Sieg. Ein Sieg gegen den deutschen Meister, gegen Timo Boll. Also, Grenzau macht den 5. Punkt. Und wie gesagt, verlieren können sie nicht mehr. Es kann nur noch ein Remis geben für den TTV Gönner. Überraschender Ausgang für Sie, Jörg? Überraschender. Ich glaube, dass heute bei dem Spiel nichts Überraschendes ist. Und man hat gesehen, dass Timo zu große Probleme mit seinem Aufschlag hat, der auch eben beim Matchball vom Speedy zu lange gesprungen ist. Und deshalb wurde er zu oft passiv in die tiefe Vorhand erwischt. Gut, wir sind gleich wieder zurück in Breidenbach mit der Entscheidung bei diesem Bundesligaspiel zwischen Gönnern und Grenzau. So, das waren die Daten und Fakten zu Andrzej Grubber und jetzt müssen wir Ihnen das nachliefern, was passiert ist während des Spiels Steffen Petzner gegen Timo Boll. 2 Spiele gleichzeitig können wir nicht zeigen. Also, wir zeigen Ihnen die entscheidende Phase dieser Partie. Danny Heister gegen Andrzej Grubber. Der Spielstand hier 17 beide im zweiten Durchgang. Den ersten Satz hatte Heister mit 21:15 gewonnen. Danny Heister mit einer überraschend guten Bilanz in der Bundesliga. Jörg Roskopf, 18:6 Siege stehen da. Was zeichnet ihn aus, den Holländer? Er hat natürlich sehr, sehr gute Aufschläge, vor allen Dingen seine Aufschläge ohne Schnitt sind doch gefürchtet. Und er ist ein Spieler, der eine sehr, sehr gute Beinarbeit hat, einen guten Vorhand trotzdem, seine Schwächen liegen auf der Rückhandseite, aber es ist schwierig, ihn Rückhand anzuspielen, weil er doch ziemlich schnelle Beine hat. Andrzej Grubber hat natürlich heute schon wieder sein Soll erfüllt. Er hat einen Punkt beigetragen zu Grenzau, bislang hervorragendem Abschneiden mit dem Sieg gegen Timo Boll. Hier war es etwas schwieriger für ihn, denn Danny Heister ist natürlich auch eine ganze Ecke erfahrener als Timo Boll. Und seine Cleverness kommt da natürlich nicht ganz so zur Geltung. Aber es sind immer wieder hervorragende Ballwechsel. 19:17 jetzt die Führung für Danny Heister, den Holländer, der auch auf der internationalen Pro-Tour-Serie des Tischtennis-Weltverbandes immer wieder sehr, sehr gute Ergebnisse erreicht hat. Zum Beispiel das Finale der internationalen Meisterschaften von Frankreich in Lyon nur ganz knapp verloren hat gegen den Franzosen Legu und im Doppel auch das Finale erreichte damals und gegen den Grenzauer Błaszczyk und seinen Partner Krzyzewski verloren hat. Jetzt also
Matchbälle für Danny Heister gegen Andrzej Grubar. Sie spielen auch gegen Grubar ziemlich ungern, Jörg, stimmt das? Ah, es spielen viele Linkshänder ungern gegen Grubar, aber Heister ist ein Linkshänder, der öfters gegen ihn schon gewonnen hat und deshalb auch sehr viel Selbstvertrauen hat. Sieg für Heister und jetzt hat Harald Schulz zwei Interviewgäste. Ja, die beiden, die wir gesehen haben, 5:3 steht es also momentan für den Gast aus Grenzau. Timo Boll und Steffen Fetzner, der Lachende war heute Steffen Fetzner. Aber man hatte das Gefühl gehabt, dass sie ganz besonders motiviert waren, gegen den deutschen Meister zu spielen. Stimmt das? Ja, sicherlich ist es immer wieder eine Herausforderung, gegen Timo zu spielen. Er spielt, glaube ich, im Augenblick ein sehr, sehr gutes Tischtennis in den letzten Wochen und Monaten. Und seine Entwicklung geht ja auch ständig bergauf. Und für mich war es heute eine Chance zu zeigen, dass ich noch ein bisschen spielen kann. Noch dabei ist. Ja, Timo Boll, vor 2 Wochen sind Sie 17 geworden und auch deutscher Meister. Kommen Sie damit schon auch innerlich klar? Denn da werden Sie ja drüber nachdenken, mit 17 Jahren jetzt schon der Gejagte zu sein. Ja, sicherlich. Ich komme ganz gut, glaube ich, drüber weg. Am nächsten Tag bin ich schon wieder ins Training gegangen und da fing wieder alles von vorne an. Sie haderten heute viel mit sich. Was hat Ihnen denn an Ihrem Spiel heute besonders nicht gefallen? Sie haben gegen Grubar verloren in einem dramatischen Spiel, jetzt auch gegen Steffen Fetzner. Ja, ich habe viele kleine Fehler gemacht. Ich habe viele einfache Bälle verschlagen. Und das muss ich halt noch allgemein verbessern. Steffen Fetzner, was macht das Knie? Was machen beide Knie? Ja gut, ich muss jetzt damit leben. Die Saison ist noch bis zum 15. Juni. Und ich habe seit 8 Wochen eigentlich kein regelmäßiges Training gehabt, immer wieder Unterbrechungen, aber ist einfach jetzt nicht die Zeit dazu, einen Eingriff machen zu lassen. Aber nach der Saison muss ich sicherlich einen Eingriff machen lassen. Aber ich muss jetzt damit leben. Es stehen jetzt weitere Höhepunkte im Verein und auch in der Nationalmannschaft mit den Europameisterschaften auf dem Programm. Da kann man sich nicht erlauben, eine Auszeit zu nehmen. Ist der alte Spitzname Speedy momentan noch angebracht? Weniger, eher weniger. Aber ich glaube, man muss dann halt sein Spiel auch ein bisschen umstellen und muss versuchen, vielleicht mit ein paar kleinen Tricks solche Spiele zu gewinnen. Wie heute gegen Timo. Vielen Dank an Sie beide. Wir wollen jetzt in die Entscheidung reingehen. Vorher haben wir aber noch schnell das Gewinnspiel mit den Gewinnern vom letzten Freitag. Die haben wir vorbereitet und wenn Sie sich da jetzt gleich erkennen können, schwarz auf weiß auf der Grafik, dann sage ich herzlichen Glückwunsch. Die Frage lautete ja, wie oft wurde Borussia Düsseldorf bisher Europapokalsieger, der Landesmeister? Richtig war 5-mal und das 6. Mal könnte in dieser Saison ja sein. Borussia Düsseldorf hat das Hinspiel mit 4:2 gegen die Italiener gewonnen. Und das sind die Gewinne. Gewinnen Sie einen kompletten Dress der deutschen Nationalmannschaft oder von Weltmeister Jan-Ove Waldner von Donnig. Spielen Sie als Erster mit dem neuen Hightech-Belag Bryce und dem Schlägerholz Nicole Struse oder dem Sport- und Freizeitanzug Auckland von Butterfly. Als Hauptpreise der Tischtennisroboter Amicus 2000 von Butterfly oder die Tischtennisplatte Donnig Waldner Sinus. Hotline 0190 270 350. Alle Infos und Preise auf DSF-Textseite 866. Viel Glück! So, meine Damen und Herren, das ist unsere heutige Frage. In welcher Stadt wurde 1989 Jörg Roßkopf und Speedy, Steffen Fetzner, Doppelweltmeister in Stuttgart, in Dortmund oder in Essen? Teilnahmeschluss ist wieder der nächste Donnerstag. Nachzulesen das Ganze unter Videotexttafel im DSF 866. Und jetzt weiter mit Hans-Joachim Wolf und Jörg Roßkopf. Und wir nähern uns der Entscheidung in diesem Bundesligaspiel. Gönnern gegen Grenzau. Er steht sich nun gegenüber. Susan Kai für den TTV Gönnern, den sehen wir links. Und Lujan Błaszczyk, der Pole für den TTC Zugbrücke Grenzau. Zu steht unter Druck, denn er muss gewinnen, damit es hier vielleicht noch ein Unentschieden gibt. Wenn Błaszczyk gewinnt, ist alles egal, was auf dem anderen Tisch passiert. Dann hat Grenzau diese Bundesliga-Partie gewonnen. Błaszczyk, ein Spieler mit hohem Risiko, der immer sofort den Punkt sucht. Jörg, ich glaube, das ist nicht so unbedingt ein ganz angenehmer Gegenspieler, Lujan Błaszczyk. Also ein Spieler, der natürlich von seinem Aufschlag lebt, danach einen sehr, sehr risikoreichen Ball spielt. Und für jeden Spieler ist es schwierig, gegen ihn zu spielen, vor allen Dingen taktisch auch gegen ihn zu spielen. Und man wird es auch heute sehen, dass Susan Tsai öfters Probleme haben wird mit den Aufschlägen. Aber er muss damit leben, muss bei seinem Aufschlag sehr gut spielen und muss sich darauf konzentrieren, vielleicht bei seinem Aufschlag 4-1 oder 5-0 auch manchmal spielen zu können.
dazu auch schon 36 Jahre alt. Also die Routiniers halten noch sehr, sehr gut mit in der Tischtennis-Bundesliga. Auch er wird in der nächsten Saison noch dabei sein, hat den Vertrag verlängert bis 99 in Gönnern. Sein Spielsystem, das Spielsystem von Tsu Senkai, fast ausschließlich auf den Vorhand-Topspin aufgebaut. Er ist nicht mehr ganz so schnell, der gute Tsu Senkai, um die längeren Ballwechsel dann auf Dauer mitgehen zu können. Aber ungeheure Routine natürlich. Tsu Senkai, Jörg, auch ein Gegner, gegen den Sie schon gespielt haben. Ja, ich habe vor allen Dingen auch in der Zeit gespielt, wo er für die chinesische Nationalmannschaft gespielt hat. Und es ist ein Spieler, der von seiner Vorhand lebt, der auch von seiner Beinarbeit lebt. Jetzt natürlich auch ein bisschen durch die Routine das Wettmachen muss, dass er nicht mehr so schnell ist. Aber man braucht nur die Beinmuskulatur von ihm anzugucken, dann weiß man, dass er immerhin noch ein sehr, sehr guter Spieler sein kann und vor allen Dingen mit seiner starken Vorhand immer sehr, sehr spektakuläre Bälle spielen kann. Man sieht bei ihm, dass er die Schlägerhaltung extrem für einen Vorhandgriff hat. Das heißt, dass er versucht, eigentlich fast immer mit der Vorhand danach den Punkt zu machen. Und für ihn ist es schwierig, mit der Rückhand ein Toastchen zu spielen. Deshalb spielt er mit der Rückhand eigentlich meistens nur einen geraden Ball, das heißt ohne Spin, einen Blockball oder einen Konterball. Und mit Vorhand versucht er, Toastchen zu spielen. Da hat man es gesehen, dass er wenig Druck in die Rückhand machen kann, den Ball zurückspielt. Aber Glück hat, dass Blaschik den Fehler macht. Er hatte einen schwarzen Tag in der Saison, der Tsu Senkai. Das war das Pokalfinale gegen Frickenhausen. Da kassierte er zwei Niederlagen, aber zum Glück für ihn. Es blieb ohne Folgen. Gönnern wurde Pokalsieger. Und um mal eine Zahl zu nennen, 1980, da war Timo Boll überhaupt noch nicht geplant, da war Tsu Senkai schon chinesischer Vizemeister im Einzel. Und die beiden zusammen spielen sie doppelt, Timo Boll und Tsu Senkai. Das ist auch etwas ganz Besonderes in der Tischtennis-Bundesliga. Und vielleicht sollten wir auch das noch sagen, Jörg, als Sie Ihren großen Erfolg feierten mit Steffen Fetzner in Dortmund bei der Weltmeisterschaft, da war Tsu Senkai im Viertelfinale im Einzel. Also dieser Mann hat geballte Routine zu bieten und er ist immer noch ein absoluter Weltklasse-Mann. 11:7 die Führung. Eigentlich hätte man gesagt, bei Grenzau, Błaszczyk ist eigentlich im unteren Parkkreuz eine Bank. Auf seine zwei Punkte haben sie gezählt, aber es wird vielleicht doch eine schwere Aufgabe gegen Tsu. Ich glaube, bei so einem Spielstand spielen immer die Nerven eine sehr, sehr große Rolle. Routine natürlich auch und da hat Tsu seine Vorteile. Aber er muss natürlich, er führt jetzt 11:9, aber muss darauf achten, dass er bei seinem Aufschlag immer gut spielen wird und man sieht es, dass er wieder versucht mit der Vorhand den Punkt zu machen und jetzt relativ gut ins Spiel kommt mit seiner Vorhand. Tsu rückte ja in der Rückrunde der Tischtennis-Bundesliga auf Position 3 beim TTV Gönnern, weil Timo Boll auf Position 2 kam. 6:1 Siege immerhin. Im zweiten Parkkreuz. Es ist eine einzige Niederlage in der Rückrunde der Bundesliga. Aber auch er hat eine prima Bilanz vorzuweisen. Lujan Błaszczyk gehört auf jeden Fall zu den Topspielern im zweiten Parkkreuz. Auch seine Bilanz sollten wir nennen. 15:4. Da gibt es ganz wenige, die besser sind. Torben Bosig ist einer davon. Er im Moment der beste Bundesligaspieler im zweiten Parkkreuz. Also das sind schon zwei Top-Leute, die sich da gegenüberstehen. Das war ein sehr, sehr cleverer Vorhand von Tsu, wo jeder mit gerechnet hätte, dass er einen sehr festen Ball spielt von der tiefen Vorhand. Spielt einen ganz weichen Ball in die tiefe Vorhand von Błaszczyk. Und man sieht, dass Błaszczyk doch ein bisschen zu weit vom Tisch wegsteht. Er hat nämlich auch den harten, festen Topspin erwartet. Überraschend tatsächlich, dass einige längere Ballwechsel zustande kommen. Błaszczyk ja eigentlich ein Spieler, bekannt für die ganz kurzen Ballwechsel. Aufgrund seines hohen Risikos, das er geht. Ja. 15:13 immer noch für Tsu. Aber Błaszczyk jetzt mit seinen Aufschlägen natürlich im Vorteil, kann sich wieder heranarbeiten. Das ist das typische Spiel von Lucian Błaszczyk.
den Aufschlag und danach versuchen, so viel Druck wie möglich zu machen. Auch auf kurze Bälle, wo jeder eigentlich den Ball mit wenig Risiko über das Netz spielt, versucht er doch mit sehr, sehr viel Risiko zu spielen. Das ist natürlich auch eine ideale Konstellation in Grenzau. Da spielt er mit seinem ehemaligen Lehrmeister, mit Andrzej Gruber, zusammen auch noch Doppel. Und in der Nationalmannschaft hat Błaszczyk auch diese Rolle von Gruber übernommen. Die Führungsrolle im polnischen Nationalteam. Und sie sind ja nicht irgendwer, auch in der Europameisterschaft immer zu beachten, vor allem im Doppel 1996. Ich kann mich da erinnern an einen Halbfinalsieg gegen Roskopf und Fetzner. Und das ohne Chance, ja. Ich glaube, dass Błaszczyk und Gruber eines der besten Doppel in der Bundesliga ist. Und jeder spielt nicht gerne gegen beide, weil es unterschiedliche Spielsysteme sind. Błaszczyk einer, der druckvoll spielt, und Gruber einer, der den Ball sehr, sehr gut platzieren kann. Und das ist eigentlich die ideale Mischung für ein gutes Doppel. Der Pole, Błaszczyk, neu gekommen nach Grenzau, spielte vorher in der zweiten Liga bei Staffel Limburg. Aber er hat sich wieder herangekämpft. 17 beide jetzt. Ein offenes Spiel auf jeden Fall zwischen Zu und Błaszczyk. Hat ja schon einen Krimi hinter sich heute gegen den eingesprungenen Chinesen, muss man ja sagen, von Grenzau gegen Wang, der zum Einsatz kam, weil Korbel passen musste aufgrund der Verletzung. Ein ganz enges Match. 22-20, 22-24, 23-21. Eine Zitterpartie hat er also schon hinter sich. Es deutet sich eine weitere an. Ja, und ich glaube, dass er auch einen Vorteil hat, weil er hat heute schon Matchbälle abgewehrt und es gibt ihm vielleicht Auftritt für dieses Spiel. Aber dieser Punkt muss natürlich Lucian Blasi machen bei 18 beide. Jetzt zwei Satzbälle für Xu und der erste Satz ist immer gegen Błaszczyk sehr, sehr wichtig zu gewinnen. René Storck zufrieden. Sie wissen schon, was sie an ihm haben und warum sie den Vertrag mit ihm auch für das nächste Jahr noch einmal gemacht haben. Aber Błaszczyk noch nicht geschlagen in diesem ersten Durchgang 2019. Jetzt wollen wir mal gucken, was die Routine macht von Xu. Sehr stark. Er hat den Aufschlag direkt aggressiv angenommen, hat gewartet, dass der Aufschlag ein bisschen halblang kommt und sofort einen starken Vorhandtorschi nachgespielt. Sehr starke Phase von Xu. Also, Xu führt 1-0 in diesem Spiel. Wir sind gleich zurück mit dem zweiten Durchgang. Und Gefrieren und TV-Spielfilm, Ihre Programmzeitschrift, wünschen gute Unterhaltung. Wir sind wieder in Breitenbach und mittendrin beim Spiel zwischen Zu und Błaszczyk bei der vielleicht entscheidenden Partie dieses Bundesligaspiels zwischen Gönnern und Grenzau. Den ersten Satz hat Zu für sich entschieden mit 21-19. Jetzt allerdings führt Błaszczyk der Pole mit 6-2. Der 23-Jährige, die Nummer 34 der aktuellen Weltrangliste. Und in der Bundesliga einer der Topspieler im zweiten Parkkreuz, 15-4. Die hervorragende Bilanz von Lucian Błaszczyk.
Links, das ist René Storck, der Co-Trainer. Und daneben war Danny Heister zu sehen, der holländische Spitzenspieler von Gönnern, der natürlich jetzt seinen Mannschaftskollegen anfeuert. Sie wollen natürlich das Unentschieden haben, die Spieler aus Gönnern, bevor es dann am Sonntag in Richtung Düsseldorf geht. Jörg, werden Sie wieder mit dabei sein gegen Gönnern im Bundesligaspiel? Ja, ja, also ich bin jetzt wieder topfit und ich werde morgen in der Bundesliga gegen Hannover spielen. Und ich hoffe dann auch am Sonntag gut im Bundesligaspiel gegen Gönner, weil für uns sind es zwei wichtige Spiele. Wir wollen jetzt kein Spiel mehr verlieren in den nächsten drei Spielen, dass wir mit einem Punkt zumindest in die Playoff-Runde reingehen können. Vorsprung auf Grenze. Also von daher also beste Gelegenheit für Jörg Roskopf, schon seine Gegner vom Sonntag so ein bisschen mal unter die Lupe zu nehmen. Wo wird es denn schwerer, gegen Heister oder gegen Boll? Jetzt sage ich gegen beide. Okay. Ich denke, dass es generell jedes Spiel ist offen, vor allen Dingen auch in der Bundesliga, wo die Konzentration bei den Spielern auch unterschiedlich ist. Und ich hoffe schon, dass ich beide Spiele gewinnen kann. Aber man spielt gegen zwei sehr gute Spieler. Und da muss man erst mal sehen, ich spiele dann zum ersten Mal gegen Timo Boll. Und da muss man erst mal sehen, wie so ein Spiel läuft. Ja. Kehren wir zurück erstmal hier an den Tisch, wo er hier deutlich führt, Duscham Rushtik. 11:4. Das scheint eine schnelle Sache zu werden, dieser zweite Durchgang. Er hat am Anfang im ersten Durchgang eine hohe Fehlerquote, Rushtik. Das hat sich ein bisschen verbessert, auf jeden Fall. Ein bisschen erheblich hat es sich verbessert. Zu in diesem zweiten Durchgang bislang fast ohne Chance. Entscheidet am Ende die Kondition, kann das sein? Ach, glaube ich nicht. Ich glaube, dass ein Spieler wie Xu eigentlich eine sehr gute Kondition immerhin noch haben müsste. Aber Platschik hat jetzt ganz gute Taktik umgestellt. Er spielt jetzt viel mehr Xu in seine Vorhand an und das hilft ihm doch ein bisschen besser. Man sieht es hier, dass er ihn doch in der tiefen Vorhand sehr, sehr krass erwischt hat. Und ich glaube schon, dass die Taktik eigentlich auch sehr, sehr gut so ist. Ein solcher Spielstand 15:4, gibt man sich selber da überhaupt noch eine Chance oder sagt man, okay, schenke ich mal diesen zweiten Satz her und konzentriere mich auf den dritten? Ja gut, das ist die Frage. Wenn man ein gutes Gefühl hat, dann denkt man immer noch, dass man eine Chance hat. Aber ich glaube, dass Xu den Satz schon mehr oder weniger hergegeben hat, sich auch schon Gedanken macht über die Taktik von dem dritten Satz. Und es kommt sehr wahrscheinlich alles auf den dritten Satz drauf an in dem Spiel, weil auf der anderen Seite doch sehr wahrscheinlich Slobodan Grujic das Spiel gewinnen wird. Hatte ja auch Verletzungsprobleme zu Beginn der Saison. Da zog er sich einen Bänderanriss zu, konnte auch einige Zeit fast nicht richtig trainieren. Inzwischen hat er sich wieder ganz gut berappelt, ist wie gesagt im zweiten Parkkreuz einer der besten Spieler. Bei Gönnern sowieso und auch in der gesamten Bundesliga. 18:6, Borschtik fehlen noch 3 Punkte zum Satzgewinn. So, und jetzt haben wir gerade das Ergebnis auch vom Nebentisch bekommen und das bedeutet, dass diesem Spiel noch größere Bedeutung zukommt, denn Slobodan Grujic hat es geschafft, den Chinesen Wang zu schlagen aus Grenzau mit 2:1 Sätzen. 21:17 ging der dritte Durchgang aus zugunsten von Grujic. Das heißt, der Gesamtstand 5:4. Entweder er macht den sechsten Punkt oder Xu gleicht aus für Gönnern. Das ist die Konstellation in diesem Match. Es wird ein sehr, sehr interessanter dritter Satz werden, weil ja, die Spannung jetzt ganz allein auf diesem Tisch liegt. Das hat so eine Art Pokalcharakter jetzt, wo nur auf einem Tisch jetzt nur noch gespielt wird. Alle Zuschauer konzentrieren sich drauf. Und jeder weiß natürlich, dass für einen Grenzer ein Punktverlust doch sehr, sehr schwer wiegen kann.
das Vorgeplänkel vor dem großen, entscheidenden dritten Durchgang. Alles gelaufen in diesem zweiten Satz. Błaszczyk hat 21:10 gewonnen. Jörg, wem geben Sie die größeren Chancen? Das heißt 20:10, um Gottes Willen, wollen wir noch nicht den Bären erlegen, bevor er erlegt ist. Ein Netzaufschlag gewesen von Lucian Błaszczyk, ja, dass er dann zugegeben hat. Ja. Aber es wird sich nichts mehr viel dran ändern, glaube ich. Ob man jetzt zu 10 oder zu 12 oder zu 13 gewinnt, ich glaube, das spielt keine große Rolle, weil die Konzentration liegt ganz alleine jetzt auf dem dritten Satz da. So, jetzt haben wir es aber, der zweite Satz also für Błaszczyk. Und wir hören mal rein bei den Betreuern von Renzau. Links Peter Korbel, rechts Błaszczyk. Nie mogę tego serwu odebrać. Możesz, teraz bardzo dobrze odebrałeś. Tak? Bardzo dobrze. Spokojnie, krótko? Tak. Ale on będzie może przebiegał, uderzał, wiesz? I przebiegał. Z backendu na topspin sicher. 100%. Ja, mein Tschechisch ist auch überschaubar gut, beziehungsweise mein Polnisch. Deswegen werden wir Ihnen den Matchball zeigen von der Partie, die, von denen ich gerade eben schon das Ergebnis verkauft habe. Slobodan Grujic, hier haben wir schon die direkte Faust gesehen. Und wir sehen jetzt René Storck mit Xu Zhenkai. Nochmal der Satzball für den Grenzauer. Jörg, wem würden Sie die besseren Chancen in diesem dritten Durchgang einräumen? Kann man das sagen? Was deutet vielleicht darauf hin, dass Xu dieses Spiel gewinnen kann? Ich glaube, es wird sehr, sehr schwierig für Xu. Man hat gesehen, dass Błaszczyk, nachdem er die Taktik umgestellt hat, Anfang des zweiten Satzes doch relativ klar den zweiten Satz dominiert hat. Und da müsste sich schon Xu erheblich steigern und vor allem die Fehlerquote bei Błaszczyk müsste wieder zurückkommen, wie im ersten Satz. Er hat nämlich eben im zweiten Satz eine sehr, sehr geringe Fehlerquote gehabt und das ist immer sehr wichtig in seinem Spiel. Wenn er Selbstvertrauen hat, wenn er merkt, er hat einen guten Touch für den Ball, dann spielt er doch viel, viel besser. Aber man weiß es nicht. Ich glaube, dass Xu jetzt Aufschlag hat und wenn er einen guten Start hat, dann ist der dritte Satz mit Sicherheit offen. Und wir wollen natürlich hoffen, dass er lange offen bleibt. 1992 war er mal Nummer 11 der Weltrangliste, seine beste Platzierung. Er bestreitet jetzt keine internationalen großen Turniere mehr, deswegen keine Weltranglistenplatzierung von Xu Zhenkai. Wie gesagt, Błaszczyk im Moment auf Rang 34. Wie sind Ihre Spiele so ausgegangen gegen diese beiden Herrschaften, gegen Xu? Gegen Xu habe ich jetzt in der Bundesliga doch relativ oft gewonnen. Aber wie er in seiner besten Phase war, dann war es gegen ihn sehr, sehr schwierig zu spielen, weil man hat gemeint, er wäre überall mit seiner Vorhand gewesen. Er war so schnell gewesen, man hat nur seinen roten Belag gesehen und es war doch schwierig, gegen ihn zu spielen und gegen Lucian Błaszczyk. Ich glaube, spielt jeder Gegner ungern und ich auch. Wir werden uns bei den Europameisterschaften sehr wahrscheinlich wiedersehen in der Mannschaft, weil wir mit den Polen zusammen in einer Gruppe sind und da hoffen wir natürlich, dass wir besser abschneiden. Jörg, Sie sind ja auch nun wirklich unheimlich lange schon dabei im Bundesliga-Geschäft, wenn Sie es mal vergleichen so zu den Anfängen Ihrer Karriere und heute. Was hat sich auch im Spiel verändert, vielleicht auch im unteren Parkkreuz, beziehungsweise bei den Spielern, die vermeintlich die Schwächeren sind? Was hat sich verändert in der Tischtennis-Bundesliga? Ja, wie ich angefangen habe, Bundesliga zu spielen, waren noch sehr, sehr viele deutsche Spieler da. Vor allen Dingen für mich natürlich auch viele Legenden damals noch mit Ralf Bosig, Peter Stellwag, Engelbert Hüging. Das sind alle Spieler, die jetzt natürlich ihre Karriere beendet haben, aber für mich früher doch sehr, sehr große Vorbilder auch gewesen sind. Und es war schwierig, gegen alle zu spielen. Und es ist natürlich viel dynamischer geworden jetzt das Spiel. Vor allen Dingen der Aufschlag ist sehr, sehr wichtig geworden. Man sieht, dass Błaszczyk von seinem Aufschlag lebt vor allen Dingen. Und vor allen Dingen auch die jungen Spieler, die jetzt nachkommen, doch sehr stark den Aufschlag trainieren und das Spiel auf den Aufschlag eigentlich zugeschnitten bekommen. Hier ein Kantenball, deshalb auch die Entschuldigung von Błaszczyk. Sind Sie auch ein Verfechter der Meinung von vielen, die sagen, der Aufschlag hat eine viel zu hohe Bedeutung im Tischtennis, muss entschärft werden, man muss sich anderes einfallen lassen? Würden Sie dem zustimmen?
Ja, mit Sicherheit würde ich dem zustimmen. Nur es muss natürlich auch viele Tests gemacht werden, müssen auch viele Turniere mit einem anderen Aufschlagregel gespielt werden. Weil die langen Ballwechsel, die man sieht, die sind sehr, sehr interessant. Und es ist schwierig für einen Zuschauer zu verkaufen, welchen Schnitt jetzt in dem Aufschlag drin ist. Es ist ein sehr, sehr schwieriger Aufschlag, wo man sehr lange für trainieren muss. Aber es ist doch sehr schwierig, weil der Ball so starke Umdrehung bekommt, dass es auch für einen Gegner, der täglich Tischtennis trainiert und spielt, doch schwierig ist, die Drehung und vor allem auch den Spin und den Effet zu erkennen. Es ist schwer zu erkennen, obwohl der Ball eine Kontaktzeit von einer 500stel Sekunde nur etwa hat auf dem Schläger. Eine ganz interessante Zahl, wie ich meine. Vielleicht noch eine hinterher. Der Ball in der Anfangsphase des Schlages kann er rund 150 Umdrehungen pro Sekunde erreichen. Also eine ungeheure Rotation, die da erreicht wird. Die können wir Ihnen auch durch die langsamste Slow-Mo nicht genau dokumentieren, diese Rotation. Aber wenn einer wie Jörg Roskopf das sagt, dann müssen Sie das glauben, liebe Zuschauer. Also es ist wirklich wahnsinnig schwierig. Und mancher so leicht aussehende Fehler wird dadurch vielleicht auch verständlicher, wenn man sich das mal vor Augen führt, diese Ballrotation. Und eine sehr, sehr harte Vorhand, vor allem auch vom Süßensei, kann eine Spitzengeschwindigkeit bis zu 160, 170 Stundenkilometer erreichen. Und das auf einem sehr, sehr kleinen Weg, weil die Distanz vom Netz zu dem gegnerischen Tisch ist doch sehr, sehr gering. Und deshalb merkt man schon, welche große Reaktionsfähigkeiten die Spieler haben müssen. Zu steigert sich richtig hinein. Er hat natürlich jetzt auch einen Vorteil. Die Zuschauer, die stehen wie eine Wand hinter ihm. Vielleicht kann das sogar am Ende die Entscheidung bringen. Oder Jörg, die Zuschauer, bringen die überhaupt irgendeine Bedeutung? Ja, mit Sicherheit bringt das kann das eine sehr, sehr große Bedeutung haben, wenn man, so wie ich schon gesagt habe, nur noch ein Tisch jetzt gespielt wird. Und die Spannung steigt, die Zuschauer sind auf einer Seite, beklatschen jeden Punkt. Das ist doch, glaube ich, sehr, sehr wichtig und gibt einem doch immer Auftrieb. Aber für ihn ist jetzt wichtig, so schnell wie möglich einen Punkt zu machen vor dem Seitenwechsel, dass er vielleicht mit einem kleinen Vorteil in die zweite Hälfte vom dritten Satz gehen kann. Das ist die Chance jetzt. Und wieder der Kantenball von Gorschczyk. Ich glaube, das ist wirklich nur Glück oder Pech, je nachdem. Das kann man, glaube ich, nicht trainieren. Ja, das wäre schön, wenn man das trainieren könnte, dann wird man das viel, viel öfter sehen. Also es ist ein sehr, sehr glücklicher Punkt, vor allen Dingen hier, wo Blaschik in der absoluten passiven Phase war. Aber es gehört auch dazu. Ich habe immer früher gesagt, Glück hat der Tischsticker. Und wenn man im Training sehr viel trainiert, dann hat man vielleicht auch im Spiel ein bisschen mehr Glück als einer, der doch im Training vielleicht auch nicht so der große Beißer ist. Ja. Und das war immer eine sehr einfache Regel, aber hat sich oft bewahrheitet. So, die Seiten sind gewechselt worden. Der Stand 10-8 für den Mann aus Gönnern, für Xu Zhenkai. Liebe Zuschauer, falls Sie sich wundern, dass oben eingeblendet ist als Dauerspielstand sozusagen das 3-5 für Gönnern gegen Grenzau. Das hat eine ganz einfache Erklärung. Wir wissen ja nicht, ob das Spiel, was gerade Grujic gewonnen hat gegen Wang, überhaupt in die Wertung kommt. Dann nämlich, wenn Gorschczyk gewinnt, dann hat Grenzau tatsächlich dieses Spiel mit 6-3 gewonnen. Dann hat er nämlich den 6. Punkt gemacht, weil dieses Spiel Vorrang hat vor dem anderen Spiel auf Tisch 2. Ein bisschen kompliziert scheint es, aber ich glaube, Jörg, ich habe es richtig erklärt. Das Spiel, dieses Spiel hier zwischen Xu und Gorschczyk hat Vorrang vor dem Spiel, was schon vorbei ist. Ja, es steht in dem Tableau, steht es auf der höheren Position. Deshalb ist das Spiel, das jetzt zählt. Ja? Es gibt entweder gibt es ein 6-3 für Grenzau oder ein 5-5. Nicht immer ganz einfach zu durchschauen, diese Spielregeln, dieser Modus. Aber ich glaube, jetzt ist es hinreichend geklärt. Xu steht auf jeden Fall mehr unter Druck. Er muss dieses Spiel gewinnen, sonst gibt es hier eine Heimniederlage für Gönner. 11 beide im dritten Durchgang. Alles offen. Ja!
Kann man jetzt noch großartig taktisch was verändern, Jörg, oder ist das jetzt ein Selbstläufer, dieses Spiel? Ja, ein sehr guter Spieler, vor allen Dingen ein mental sehr starker Spieler, würde vielleicht jetzt mal kurzzeitig die Taktik ein bisschen ändern, um dann vielleicht zum Schluss mit der alten Taktik wieder zurückzukommen. Aber das muss jeder Spieler selbst wissen, da hat jeder Spieler Erfahrung. Und man wird sehen, wie jetzt Xu das spielt. Aber ich habe Xu Zhenzai noch selten so heiß für ein Spiel laufen sehen wie heute. Er spielt wirklich ein sehr, sehr gutes Tischtennis. Und für Blaschik wird es sehr, sehr schwierig, überhaupt heute das Spiel zu gewinnen. Eine schwere Aufgabe für ihn. In der Hinrunde haben sie ja nicht gegeneinander gespielt, denn da war Xu noch im oberen Parkkreuz bei Gönnern. Timo Boll war im hinteren Parkkreuz zu finden. Jetzt haben die beiden getauscht. Also dieses Spiel hat es in dieser Saison noch nicht gegeben. Er geht ein hohes Risiko, genauso wie sein Gegner. Und das macht dieses Spiel natürlich jetzt auch richtig interessant. Wer wird für seine hohe Risikofreudigkeit belohnt? Xu oder Błaszczyk? 14 beide. Fans sind aufgewacht, und zwar schon ganz lange sind sie aufgewacht, sie stehen hinter Xu. Jetzt ist es wirklich ein richtiger Heimvorteil. Und der Fanclub aus Grenzau, die Brexbach-Haie, sind ein bisschen ruhiger geworden. Aber sie haben noch keinen Grund zum Pessimismus. 15 beide, dritter Satz. Das ist jetzt eine Phase, wo jeder Spieler sein Aufschlagspiel durchbringen muss. Und Xu hat jetzt in den dritten Satz zweimal mit 4-1 gespielt, einmal mit 3-2 gespielt. Und jetzt wäre es natürlich wichtig, wieder an 4-1 vielleicht bei eigenem Aufschlag nachzulegen. Und das war natürlich sehr, sehr starkes Spiel. Aus der ganz tiefen Rückhand den Ball noch parallel zu spielen. Da muss man sehr schnell auf dem Bein sein, um so einen Ball so gut platzieren zu können. Ein Unentschieden zwischen diesen beiden Mannschaften wäre, glaube ich, Borussia Düsseldorf nicht so unrecht, oder? Ja, sicherlich ist es für uns besser, wenn jetzt Grenzau heute einen Punkt abgibt. Aber ich glaube, für die Bundesliga ist es okay, wenn wir in die Playoff-Runde mit einem Punkt Vorsprung gehen. Und dass die Playoff-Runde wirklich sehr, sehr spannend wird. Und man hofft, dass die Playoff-Runde bis zum letzten Spiel Grenzau Düsseldorf hoffentlich dann offen bleiben wird. Und es wird dann zu einem reinen Endspiel kommen. Sie haben sich ja mal sehr kritisch geäußert über den neuen Modus, über diese Playoff-Runde. Das wollen wir jetzt nicht so vertiefen, aber ich glaube, Sie hätten schon gerne wieder das System mit den Halbfinals. Ja, weil es dann zu einem richtigen Endspiel kommt, wo die zwei besten Mannschaften zusammenspielen. Und es war, glaube ich, eine Sache, die man jetzt probiert. Und man hat nächstes Jahr noch ein Jahr und danach muss man es wieder zusammensetzen. Vielleicht ändert man es dann wieder. So, entscheidende Phase in diesem Spiel jetzt. Xu führt 18-16 und hat noch einen Aufschlag. Sehr wichtiger Aufschlag. Und er macht den Punkt. Ganz schwere Aufgabe jetzt für Błaszczyk. Er liegt 16-19 zurück. Kann natürlich jetzt nochmal mit seinem Service versuchen, wieder heranzukommen. Aber er hier hat noch zwei Punkte zu machen. Dann hat er den Punkt gemacht für Gönnern. Und das würde bedeuten, unentschieden zwischen diesen beiden. Aber so weit sind wir noch. Jetzt kann Lucian Blaschik beweisen, ob er ein guter Aufschlagspieler ist. 16-19 und er hat die Chance, danach den Punkt zu machen, nach dem Aufschlag.
Das ist für ihn eine gute Möglichkeit. Da hat man gesehen, ein sehr guter Aufschlag, kurz in die Vorhand von Xu und danach hat auch ein sehr, sehr guter Rückhandball nachgespielt und Xu war schon 3, 4, 5 Meter hinterm Tisch gewesen. Er kommt wieder heran, nur noch 19-18. Auch hier hat er versucht, wieder aggressiv gleich zu spielen, die Vorhand, aber ins Haus, 19-18. Die Formel-1-Fans sollten dranbleiben, denn gleich ist ihre Zeit gekommen. Aber dieses Finale hier, dieses Finale zwischen Gönnern und Grenzau, das wollen wir natürlich jetzt mitnehmen. Die Entscheidung steht kurz bevor. 2 Matchbälle für Xu. Aber das hat wenig zu sagen. Er hat jetzt noch 2 Möglichkeiten bei seinem Aufschlag. Aber der Druck ist natürlich jetzt unglaublich groß für Blaschik und man hat es auch gesehen, dass Xu das merkt, dass er den Druck erhöhen kann. Da war es nur noch ein Matchball. Ich glaube, Speedy Fetzner gegen Masunov war mal 34-32. Das wollen wir uns jetzt für die Formel-1-Fans nicht erhoffen. Błaszczyk gleicht aus. 20-22. Die Spannung kann jetzt eigentlich kaum noch übertroffen werden. Ich muss ehrlich sagen, damit habe ich nicht mehr gerechnet, dass Błaszczyk das noch hier herumbiegen kann und zumindest wieder ausgleichen kann. Aber Jörg, Sie haben recht gehabt, der Aufschlag hat ihn noch mal wieder herangebracht. Jetzt wechselt der Aufschlag nach jedem Punkt, liebe Zuschauer. Alles offen. Ich glaube, jetzt gibt es einen sehr risikoreichen Rückschlag von Błaszczyk, der in tiefe Vorhand sehr wahrscheinlich gehen wird. Ja. Das war sehr gut gespielt von Błaszczyk. Jetzt hat er den großen Vorteil. Er führt und er hat Aufschlag. Jetzt Aufschlag. Aus ist der TTC Grenzau, gewinnt beim TTV Gönnern mit 6-3. Jörg, ich glaube, am Ende war es zwar knapp, aber ich glaube, am Ende ist es doch auch verdient für Grenzau. Trotz Verletzung von Korbel haben sie sich hier durchgesetzt. Ich danke Ihnen sehr herzlich, Jörg, dass Sie heute bei uns zu Gast waren. Hat Spaß gemacht. Sonntag geht es Düsseldorf gegen Gönnern, neues Spiel und wir machen weiter bei Harald Schulz. Grenzau bleibt also dran am Spitzenreiter, ein Minuspunkt nach wie vor. Der Rückstand Gönnern weiterhin auf Platz 3 trotz dieser Niederlage. Tischtennis gibt es wieder am kommenden Freitag, dann aber um 22.30 Uhr, da gibt es nämlich Davis Cup im DSF. Also Mülheim gegen Ochsenhausen, Freitag, 3.4., 22.30 Uhr. Bei uns geht es weiter mit Höhepunkten hier im DSF mit Formel 1, das freie Training und dann Hattrick, die zweite Liga. Was uns bleibt, sind die Bilder des Tages. Auf Wiedersehen. Liebherr, der Spezialist für Kühlen und Gefrieren und TV-Spielfilm. Ihre Programmzeitschrift präsentierten die Tischtennis-Bundesliga im DSF. Das war die Tischtennis-Bundesliga. Jetzt die Bilder des Tages. Die Highlights des Tages werden Ihnen präsentiert von Butterfly Tischtennis Equipment.
Die Highlights des Tages wurden Ihnen präsentiert von Butterfly Tischtennis Equipment.